Ich begrüße euch zu den Extended Highlights meiner Prognose zum Frankenderby Nürnberg gegen Fürth. Jetzt hören wir uns erstmal das Vorwort. Hier sind die Gäste von Greuther Fürth und der erste FC Nürnberg. Und hier die Aufstellung von Nürnberg. Die Nummer 26, Christian Martini. Die Nummer 22, Enrico Valentini. Die Nummer 28, Lukas Mühl. Die Nummer 4, Oskar Sørensen. Die Nummer 10, Nikola Domenan. Die Nummer 5, Johannes Geis. Die Nummer 17, Robin Hack. Und mit der Nummer 9, Manuel Schöppler. Und damit springen wir ins Spiel. Fürth mit der ersten Chance in der Minute 4. Gotha, aber ein ganz, ganz einfacher Ball für Martin, ja. Fürth legte aber direkt nach. Minute 11. Die wollten direkt früh das Spiel auf ihre Seiten ziehen. Sapai, aber auch hier wieder Martin, ja. Starke Parade. Zu schwacher Abschluss. Es geht über rechts, über Meierhöfer. Diesmal blockt der Verteidiger. Auch die Verteidigung von Nürnberg macht das Ganze gut. Wenige Minuten später Hrgota dann mit einem ganz missglückten Schuss. Der geht daneben und drüber. Das ist gar nichts. Starke Anfangsphase dennoch von dem Kleeblatt Meierhöfer auf Hrgota. Wenn die den Ball mal ein bisschen besser treffen würden, wäre das auf jeden Fall hier schon längst das 1:0. Jetzt eine schöne Kombination bis auf Nielsen und Martinia stark gemacht. Der bislang beste Abschluss der Fürther, jedoch mit einer ganz, ganz starken Parade von Christian Martinia im Tor der Nürnberger. Anschließender Eckball für Greuther Fürth. Bislang noch nichts zu sehen von Nürnberg. Green sollte ihn bringen auf Mavrai, doch dann gibt es den Pfiff. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Eine ganz, ganz strittige Situation. Mühl wohl mit der Hand am Ball. Meiner Meinung nach kann ich allerdings hier in der Zeitlupe sowohl auch nichts erkennen. Der Schiedsrichter entscheidet Elfmeter, auch wenn ich hier eher der Meinung bin, dass Mavrai ein Stürmerfoul begangen hat. Nichtsdestotrotz steht der Elfmeter, VR greift nicht ein. Hrgota, der muss jetzt den Elfmeter verwandeln, steht Christian Martinia gegenüber. Hrgota versemmelt diesen Elfmeter allerdings. Starke Parade von Martinia und Hrgota mit einem schwachen Elferwert, den er heute weiter ausbaut. Und von Nürnberg war in der ersten Hälfte wirklich nicht viel zu sehen. Die Angriffe von dem Club sahen ungefähr so aus. In Halbzeit 2 sollte sich das Blatt jedoch wenden. Nürnberg kommt mit guten Kombinationen über Schäffler auf Lohkämper und Lohkämper zum 1:0 für den Club in der 64. Spielminute. Lohkämper ganz frei vor Sascha Burchert und netzt den Ball ein. Die gefährlichste Chance, eine der besten und eine der wenigen Chancen von Nürnberg. Hier in der 64. Spielminute Sascha Burchert chancenlos gegen Lohkämper, der da ganz frei vor dem Tor steht. Das war nicht gut verteidigt, das war gut rausgespielt zum 1:0. Auf der anderen Seite führt aber trotzdem nicht chancenlos Branimir Hrgota am Tor vorbei.
Nichtsdestotrotz merkt man, dass die zweite Hälfte den Nürnbergern gehört. Die können hier verwalten und machen, wie sie wollen. Robin Hack, Handwerker, trickst hier Mavrai komplett aus, nimmt ihn aus dem Spiel, kann nochmal in die Mitte geben und in der Mitte ist es dann Schleusener, der sich da wunderbar vorbei setzen kann an Jeckel und macht das 2:0. Fast schon eine Vorentscheidung in der 78. Spielminute in diesem Franken-Derby. Das war einfach unglaublich gut rausgespielt von Nürnberg im Vergleich zu der Abwehr von Greuther Fürth und Sascha Burchert wieder in einem 1 gegen 1 chancenlos gegen den Klubberer. Auf der anderen Seite immer wieder das Aufbäumen der Fürther, in dieser Szene durch den jungen JB Leveling. Martinia macht aber auch ein verdammt gutes Spiel da hinten bei den Klubberern. Und jetzt kommt Hack, der nimmt einfach mal Anlauf. Riesenchance für Schäffler und Behrens setzt hinterher. Doppelparade von Sascha Burchert, ganz, ganz stark. Einmal hier und einmal da. Die anschließende Ecke, Gotha am Ball, doch es gibt wieder einen Pfiff, diesmal auf der anderen Seite, aber gleiches Spiel, Hand soll wohl im Spiel gewesen sein. Hier ist das für mich eindeutiger, der Elfmeter geht vollkommen klar, wir sehen Gotha hier, wie er den Ball fast schon auf den Händen balanciert, das ist ein strafbarer Elfmeter. Schäffler auf der anderen Seite gegen Burchert, der ist sicherer, der macht ihn rein, 86. Minute, jetzt ist der Sack endgültig zu. Nürnberg schnürt in der zweiten Halbzeit ein wunderbares Spiel mit 3 Toren zu und kann die Fürther Franken natürlich damit auch sehr schocken. Die Fans sind sehr, sehr glücklich darüber, dass hier die Nürnberger Mannschaft auch wieder gewonnen hat und den Lauf ausbaut gegen eigentlich relativ formstarke Fürther. 90+2, das Spiel ist vorbei und ich bedanke mich auch jetzt fürs Zuschauen von diesem Special-Video. Ich bin sehr gespannt aufs echte Derby. Mein Tipp, boah, es ist total schwierig. Ich sage jetzt einfach mal 2:2, es ist so schwer einschätzbar. Ich meine, Nürnberg in letzter Zeit echt, ja, auch wieder aufbäumend und nicht so schlecht. Fürth aber mit einer sehr guten Saison. Also es ist hin und her, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen könntet. Ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns dann bei den anderen Videos wieder. Macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.